Ich habe die Information, die du wolltest. Die Wohnung in der Marble Street gehört einem Dr. Adrian Baker. Er war Chirurg und hat heimlich Junkies Drogen verkauft. Hat ein Vermögen damit gemacht. Hat billig Wohnungen aufgekauft, auch die in der Marble Street. Wurde dann erwischt, war ein paar Monate im Knast und hat seine Zulassung verloren. Interessant. Tausend Dank für die Info, Sam. Hast was gut. Hey, Matt, sei vorsichtig, okay? Das bin ich. Bis später. So, und herzlich willkommen zurück zu Heavy Rain. Mein Name ist Noe und wir sind jetzt auf dem Weg. Der Eigentümer der Wohnung, in der sich Ethan seinen Finger abgeschnitten hat, lebt hier. Keine tolle Spur, aber mehr habe ich nicht. Das Ganze mal ein bisschen leise gemacht. Deswegen überprüfe ich das jetzt mal schnell, ob das auch alles passt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also wir sehen uns gleich wieder, so gesagt. So. Jetzt bin ich wieder zurück und gehen mal in das liebe Haus rein. Beziehungsweise klingeln wir erstmal, ob denn überhaupt jemand hier da ist. Hi. Bei Ihnen soll es Betropen geben. Und zwar rezeptfrei. Sorry, das stimmt nicht. Wiedersehen. Warten Sie. Ich brauche wirklich dringend Ihre Hilfe. Ich habe Geld. Warum haben Sie das nicht gesagt? Kommen Sie rein. So, Sie möchten Betropen, meine Liebe. Schlafprobleme? Wie viel denn? Ich weiß nicht, so ungefähr 3-4 Packungen. Also, das ist kein Problem. Wollen Sie einen Drink? Ich hol mir auch einen. Nö. Nein, danke. Alkohol nimmt den Tabletten die Wirkung, nicht wahr? Trinken wir trotzdem auf unseren ersten Deal. Vibriert ganz komisch. Ich habe Sie hier noch nicht gesehen. Wer hat mich empfohlen? Waage. Ich weiß nicht mehr. Die Pillen machen mich ganz wirr im Kopf. Die meiste Zeit bin ich völlig durch den Wind. Haben Sie auch noch andere Medikamente? Für den richtigen Preis, Liebes. Und bei Ihnen? Wie ist Ihr Preis? Hä? Vergessen Sie's. So läuft das nicht. Ich habe gehört, Sie sollen auch Wohnungen vermieten. Ich suche gerade. Sorry, Liebes. Es ist leider alles vermietet. Schade. Ich suche was in der Marble Street. Das war jetzt nicht so alles ganz Gehör. Trinken Sie? Nein. Lieber nicht. Danke, aber ich habe keinen Durst. Ich hole das Rezept. Dauert nicht lang. Warten Sie. Der Kerl ist gruselig. Ich schaue nur schnell nach, ob ich etwas finde, bevor er zurückkommt. Ich bin nicht mehr.
Oh. Neugieriges Luder. Wir werden Spaß haben, mein Schatz. Versprochen. Boah, ich bin schon hier. Sagen Sie Hi zu Matthew. Wir haben angeblich wegen der Volkszählung. Noch so ein verdammter Regierungsspion. So, Sie interessieren sich für die Wohnung in der Marble Street. Ich habe sie an Schalko vermietet. Ein Freund von mir. Ich habe keine Ahnung, was er da treibt. Vielleicht nagelt er da seine Tänzerin aus dem Blue Lagoon. Ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Solange er Miete zahlt, kann er tun, was er will. Aber genug geplaudert. Mir fehlt das Operieren, also ergreife ich jede Gelegenheit zum Üben. Ich habe keine Instrumente hier, also nehme ich das, was da ist. Das macht Ihnen doch sicher nichts aus, oder? Achtung! Das könnte wehtun. Lass mich in Ruhe! Du Schwein! Wo bist du denn damit? Hallo? Kennen Sie das? Sobald man mit der Hausarbeit beginnt, klingelt es an der Tür. Ich werde den Besuch los und bin gleich zurück. Und Sie bleiben so. Hallo, Sir. Ich überbringe Ihnen das Wort Gottes, meiner prächtigen Diener. Sie kann Ihnen gehören. Für eine Spende von, sagen wir, $5. Nein, danke. Kein Interesse. Kommen Sie, Bruder. Ach, schon viel aus. Ich hatte gerade den Ellen so gekauft. Nein. Hallo, ist noch ein bisschen Leben hier drin? Du bist viel runter. Mann, oh Mann, oh Mann.
nimm's ab hier. Oh, sie ist sehr klar. Ne? Gucken wir nur durch alle Schränke. Was denn da? Blue Lagoon. War das mit dem Kranken auch los?